Die spirituelle Welt ist in einem ganz, ganz großen Wandlungsprozess. Es ist ein sehr wichtiger Prozess. Und es gibt ganz, ganz gravierende Unterschiede in diesem Bereich, die viele Menschen, die in der spirituellen Szene tätig sind, sehr, sehr ungern hören. Das ist mir klar. Dennoch ist es wichtig, diese ganze Wahrheit mal anzusprechen und auszupacken. Worum es hier geht, ist die spirituelle Beratung. Ist der Blick in die Zukunft. Die Engel wollen, dass ich zu diesem Thema mal einen ganz klaren Tacheles-Podcast mache. Und das wird heute stattfinden. Hallo, mein Name ist Udo Golfmann. Ich bin Hellseher, Engelmedium, Autor für spirituelle Bücher und sehr gerne auch der Seinscoach an deiner Seite. Wenn du wissen willst, wie du mich erreichst, alle Informationen dazu findest du im Text zu diesem Podcast. Ich sagte am Anfang, dass diese ganze spirituelle Szene, alles, was sich so rumbewegt im spirituellen Bereich, momentan in einem riesengroßen Wandlungsprozess befindet. Dieser Wandlungsprozess hat bei mir schon viel früher Einzug erhalten und ich finde, gerade jetzt trennt sich sehr, sehr stark die Spreu vom Weizen. Wir kennen das. Es wird vom unausweichlichen Schicksal gesprochen. Die Karten werden gelegt oder der Hellseher blickt für dich in die Zukunft und sagt, das kommt auf dich zu. Du wirst auf jeden Fall in diesen Job kommen. Du wirst auf jeden Fall reich, berühmt, glücklich in der Liebe, gesund, was auch immer. Vielleicht wirst du auch auf jeden Fall krank, vielleicht wirst du auch auf jeden Fall deine Beziehung in die Trennung gehen und dergleichen. All das sind Zukunftsprognosen, wo von einem unausweichlichen Schicksal gesprochen wird. Es heißt dann auch, das ist Schicksal und das kommt auf jeden Fall. Das ist Karma, Karma muss gelebt werden. All solche Sätze, all solche Sprüche kenne ich nur zu Genüge. Und es sind immer wieder Menschen, die auf diese Sprüche reinfallen. Und glauben, da sitzt tatsächlich ein Mensch am anderen Ende der Leitung, der dir sagt, was das sogenannte Schicksal dir bringt. Jetzt könntest du dich mal fragen, was macht der eigentlich gerade? Der Udo Golfmann da, der arbeitet doch als Hellseher und der hat ja auch eigene Kartendecks geschaffen und der macht ja auch noch selber sowas. Und jetzt sagt der, das geht alles gar nicht. Nein, das sage ich nicht, sondern ich sage, es funktioniert anders. Und genau das ist der große Punkt, um den es geht. Es geht anders. Natürlich gibt es Potenziale, natürlich gibt es Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen. All das ist vorhanden. Und es ist wichtig, dass du, so wie jeder andere Mensch, sich auf die spirituelle Reise begibt. Zurückfindet in seine ursprüngliche Energie der Perfektion, des Glücks, des höheren Bewusstseins. Alles, was dazu gehört. Nämlich zurückzufinden zum Weg der Liebe. Und um den muss es jetzt gehen, um den Weg der Liebe. Denn das ist dein Weg, das ist dein Glück, das ist dein Lebensmotto oder sollte es sein. Wenn ich für Menschen in die Zukunft schaue, dann gibt es natürlich auch die Frage nach dem bestimmten Partner, nach der Liebe, nach dem Beruf, nach den Finanzen. Und ich schaue natürlich auch auf alle Fragen diesbezüglich, selbstverständlich. Aber ich schaue anders. Das heißt, wenn ich für jemanden reinschaue, dann öffne ich die Karten, dann gucke ich, was weiß ich, wie sind die Gefühle, die Emotionen von Person XY zu Person Z zum Beispiel, ne? Dann schaue ich, gibt es überhaupt die Möglichkeit erstmal auf eine Beziehungsebene. Das ist mal Schritt 1. Wenn es die Möglichkeit gibt und wirklich die Möglichkeit auf wahre Liebe, vor allen Dingen, denn um was anderes gibt, geht es nicht, darf es auch nicht gehen. Ne? Es geht immer nur um die wahre Liebe und um die sollte es auch gehen.
gibt, dann kann ich dazu raten, hier den Weg weiterzugehen. Und dann gehe ich in den nächsten Schritt, dann wird geschaut, wie kommt man denn hier überhaupt zum Ziel? Was ist zu tun? Was ist vielleicht noch zu bearbeiten? Welche Themen stecken denn dahinter, dass man hier noch gar nicht am Ziel angekommen ist? Genauso kann es beruflich sein oder auch finanziell. Wenn Schulden da sind, dann steckt ein Thema hinter diesen Schulden. Und dann muss energetisch dieses Thema gelöst und bearbeitet und angegangen werden. Und das ist wichtig, denn da kann noch so der Reichtum, der Wohlstand angezeigt sein, der dir vielleicht im Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommt. Der neue Partner kommt im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Immer wieder die Verschiebungen der Zeitprognosen. Zeit ist eher eine Illusion. Sondern es kommt dann, wenn Prozess X beendet ist. Das ist eine ganz klare Gleichung, eine ganz klare Formel, um die es hier geht. Ne? Es muss immer erst ein Prozess erledigt sein, bevor der nächste Prozess entstehen kann. Das ist genau der Punkt. Und was dir fehlt oder was vielen Menschen fehlt in dem Moment ist, zu sehen, welcher Prozess muss denn wirklich gelöst werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Klientin mittleren Alters wartet seit 15 Jahren auf einen Mann. Immer wieder wurde ihr von verschiedenen Beratern gesagt, der meldet sich 3 Monaten, der meldet sich spätestens im Frühling. Zu Weihnachten ist er da, an deinem Geburtstag, aber ganz sicher. Keine dieser Aussagen hat sich bewahrheitet. Diese Dame hat immer wieder dort gesessen, gewartet, dass er sich meldet und hat 15 Jahre ihres Lebens an sich vorübergehen lassen. Sie kam zu mir in die Beratung und ich sagte ihr, du, das tut mir jetzt ganz leid, was ich dir sagen muss. Ich sehe nicht, dass er kommt. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Und wenn du den Weg hier rausgefunden hast, dann sehe ich, wirst du glücklich in der Liebe. Wenn du ihn mit ihm abgeschlossen hast, wenn du diesen Weg mit ihm wirklich hinter dir gelassen hast, dann wird dein Herz wieder frei sein. Und dann kommt ein Mann in dein Leben, dem du begegnest und mit diesem Mann wirst du wirklich glücklich. Das wird dauern und ich nenne dir hier keine Zeit. Wenn wir gemeinsam diesen Weg mit Energie arbeiten gehen, dann geht es schneller. Wir können gemeinsam daran arbeiten. Sie entschied sich, diesen Weg mit mir zu gehen. Wir haben ein paar therapeutische Konzepte angewandt. Wir haben eine Reinkarnationstherapiesitzung gemacht. Wir haben engeltherapeutisch gearbeitet. Wir haben mit vielen Energieübertragungen gearbeitet. Die ganze Arbeit ging vielleicht 6 Monate, 7 Monate. Danach lernte sie einen Mann kennen. Der war frei. Der war ungebunden. Der erste Mann war übrigens auch noch gebunden. Sei auch noch dabei gesagt. Der Mann war frei, der war ungebunden. Er war offen für spirituelle Themen. Er konnte also auch tiefe Gespräche führen. War auf der Suche nach einer wirklich schönen Ebene. Man lernte sich langsam kennen, man begegnete sich immer wieder, man ging miteinander aus. Und was ist passiert? Man hat sich verliebt. Die zwei betraten eine neue Ebene der Liebe. Sie sind sich begegnet füreinander. Sie haben wirklich Liebe füreinander empfunden und sind auf einen wirklich großartigen Weg und schönen Weg gekommen. Und sind heute, das ist mittlerweile schon einige Jahre her, verheiratet. Haben auch bereits
Ihr erstes Kind wird wahrscheinlich auch bei einem bleiben, weil sie sind ja beide, wie gesagt, nicht mehr ganz so jung. Die Dame ist ja auch mittleren Alters, also sind beide nicht mehr ganz so jung, aber haben ein Kind noch bekommen und sind wirklich glücklich. Und das ist es, worum es geht. Es geht nicht darum, jemanden in Warteposition zu halten. Es gibt viele Opfer von diesen Machenschaften. Und das macht mich traurig. Das berührt mich so tief, wenn Menschen immer wieder von irgendwelchen Pseudo-Beratern hingehalten werden. Man muss die Wahrheit sagen, denn nur die Wahrheit macht dich wirklich frei. Nur die Wahrheit kann dahin führen, dass die Liebe wieder in dein Leben kommt. Und das funktioniert für alle Bereiche des Lebens. Vielleicht spürst du das, vielleicht kannst du es gerade nachfühlen, was hier passiert. Und deswegen ist es wichtig, wenn du eine Beratung bekommst, die gute Qualität hat, dann wird diese Beratung vielleicht nicht ein Gespräch sein, dann sind es vielleicht mehrere Gespräche, dann kommt auch vielleicht ein bisschen Energiearbeit dazu. Aber all das, was du dort hineingibst, investierst du dann eben in dich. Und das ist der große Punkt. Das tust du nur für dich. Und durch dieses Handeln für dich, für deine Person, für dein Leben, wirst du wirklich glücklich. Und genau darum soll es gehen, dass du wirklich glücklich wirst. Du hast ein Recht auf absolute Glückseligkeit, auf Vergnügen, auf Spaß, auf Freude und auf alles, was dazu gehört. Nimm dir das Glück. Lebe glücklich, werde glücklich, sei frei. Du bist Liebe. Handle so. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Liebe und Licht und bis bald, Udo Golfmann. Tschüss.